Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. Willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp des Tages, der zugleich auch der letzte Trading-Tipp des Jahres ist. Aber Thomas Bergmann hat sich ein ganz besonderes Schmankerl für uns ausgedacht. Also müssen wir nicht allzu traurig sein, könnte sich wirklich lohnen heute. Wir sehen hier auf der Trading-Plattform von CMC Markets die Aktie von Merck, die deutsche Merck, also die Kommanditgesellschaft auf Aktien. Und ich nehme an, du spekulierst darauf, dass eine besonders schöne runde Marke bald fallen wird, oder? Genau, das ist der ganze Hintergrund. Wir sehen auch im Tagesverlauf jetzt schon doch sehr stark anziehende Kurse, obwohl der Handel recht dünn ist in Deutschland. Aber wir sehen hier am Schluss die schöne, lange, grüne Kerze. Sie hat quasi diesen Widerstand jetzt bei 99,46 überwunden und steuert jetzt auf dieses Hoch zu bei 100,35 €. Wenn dieses geknackt wird, ja, dann sehen wir etwas in weiterer Ferne. Da gehen wir mal auf die 2, Conny. Nummer 2. Dann müssen wir das sehen. Oder auch nicht. Na bitte. Heute ja, jetzt. Zum Abschluss, genau. Also, müssen wir noch weiter zurückgehen, aber das macht jetzt nichts. 102 €, wir sehen es hier, ein Mehrjahreshoch. Ja, und wenn das geknackt wird, dann gehen wir auf die 1, dann können wir das auch noch mit abfrühstücken. Mhm. Genau, und dann sehen wir hier im Bereich 111,80 € eben das Allzeithoch. Das wären so die nächsten Marken, auch hier nochmal eben dieses Mehrjahreshoch von 2015, das sich in den Weg stellt bei 102,30 €. Also, schöne Aufwärtsbewegung. Seitwärtskonsolidierung, Flagge kann man auch sagen. Und jetzt gehen wir da oben raus. Und ich sage mal, 80 bis 100, das sind 20 €, die wir hier draufpacken können. Mhm. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass mittelfristig die Merck-Aktie auf 120 € steigt. Jetzt sind das natürlich die gelben Linien, so die idealtypischen Haltestellen auf dem Weg nach oben. Selten werden die alle in einem Zug abgearbeitet. Es kommt immer mal zu Rücksetzern. Mhm. Wie würde jetzt so ein ganz konkretes Trading-Setup aussehen, mit dem man so viel wie möglich rausholen kann? Geh nochmal bitte auf die 3, sei so lieb. Dann sehen wir das jetzt vom heutigen Tag eben nochmal her. Eben hier jetzt die lange grüne Katze. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier Market Long mit einer ersten Position. Die würde ich aufstocken, wenn wir über die 100,5 gehen, also zweite Position. Stoppkurs erstmal unter dieses Tief hier bei 98,40 €, Entschuldigung. Also sprich im Bereich 98,20 €. Ja. Das wäre soweit das Trading-Setup. Wie gesagt, jetzt erstmal erste Position und über 100,50 € die zweite Position und Stopp 98,20 €. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Also, liebe Zuschauer, da wird möglicherweise gleich ein schönes Kaufsignal fällig sein. Ich will Sie auch gar nicht lange aufhalten. Dennoch denke ich, wir wollen Ihnen gemeinsam noch ein schönes Weihnachtsfest wünschen, schöne, entspannte Feiertage. Und wenn Sie dann durch sind mit Geschenke auspacken und Weihnachtsbraten verspeisen, dann können Sie sich ja mal ein bisschen vertraut machen mit der Trading-Plattform von CMC Markets. Bis bald. Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets.